So. Finale. Finale. Oh. Jetzt noch das große Finale des zweiten Aktes und dann geht's ab der nächsten Folge hoffentlich dann weiter mit dem Weltuntergangsszenario. Mit dem dritten Teil und dann sind wir dann hoffentlich wieder auch komplett. Das sage ich zu Yvonne auch immer, jetzt kommt das Finale des zweiten Aktes. Nicht wundern, ich stell's auf schwer. Warum stellst du das auf schwer? Und warum kommt jetzt diese Mission zu spielen, setzt deinen Fortschritt für die Herausforderung komplett der Reihe nach 2 und Loyalität 3 zurück, bist du sicher, hä? Wir haben doch jetzt alles in einer Reihe gespielt. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Ich versteh's nicht. Warum bist du nicht da? Ich wurde aus dem Job geworfen. Ja, zu Recht, wir machen es jetzt zu zweit auch schwer. So, ich werde nochmal eingeladen. Ja, Yvonne steht so eher auf die Gruppennummer. Schön zu dritt und so. Die mag direkt die doppelte Ladung. Kommt das bei euch auch, dass das zurücksetzt? Ja, habe ich auch gemacht, ich habe es bestätigt. Ja. Aber vielleicht, weil es auf schwer steht, ist es zurückgesetzt worden. Keine Ahnung. Und du meinst, wir schaffen das auf schwer, Baby? Wenn ich das schaffe, keine Ahnung wie oft, dann kriegt ihr das wohl auch hin, oder? Das glaubst aber auch jetzt nur du. Jetzt konnte ich nicht mal eine schwere Rüstung kaufen, aber gut. Entschuldigung. Brauchst du nicht. Stimmt, ich brauche nur ein Kondom. Ah. So. Wieder 50, 25, 25? Ich bin für 50, 40, 10. Stimmt. Sie 50, ich 40, du 10. Vergiss es. Genau in der Reihenfolge, wie es jetzt gerade steht. Es war ja kein Vorschlag. 50% Baby, 40% ich und 10% du. Das ist genau in der Richtung Reihenfolge. Wenn du weiter machst, kriegst du das mit 20%. Ich bin halt Angst. Alles wartet auf Kev. Alles wartet auf Kev. Ach so. Der wieder mal nicht aufpasst. Alles Nein. wartet auf Kev. Ja, ja. Nö, ich wollte das einfach nur. Ja. Alles wartet auf Kev. Okay, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Na, Tricks wollt ihr ja nicht haben, sicher, oder? Ich meine, die müssen sonst einfach nicht. Statt dass du dir gleich in die Avengers einsteigst, gehst du einfach mit dem Auto weiter zum Strand. Dann kriegt die Avengers dann Schaden und wir kriegen einen Bonus. Hä? Was für ein. Hä? Ja. Ich verstehe gerade nicht, was genau jetzt. Du nicht ins Flugzeug einsteigen, du weiterfahren zum Strand. Aha. Dann fahren wir mit zwei Autos. Also bei mir wird aber auch dann der Punkt Flugzeug angezeigt, oder was? Ja, wir müssen jetzt das nicht triggern, dann fährst du einfach so nur rum. Fahr uns einfach nach und dann sag ich dir jetzt Stopp dann, okay? Okay, ja. Rüber. Weil dann kriegt ihr eventuell einen Schaden, wir kriegen dann einen schönen Bonus, wenn wir das im Film schreiben. Immer diese Glitch, anstatt dass wir das alle richtig machen, weißt du? Okay, dann flieg eben da hinten zum Strand. Ja, das war nur ein Witz. So. Also, dann kannst du auch was tun, was recht macht das, dann kannst du was tun. Dann kannst du alles auch rüberlanden. Also, wo muss ich jetzt hin? Ja, wir müssen umsteigen erstmal. Und dann fahren. Dann folgen wir mal. Das ist ganz unten. Something I drop in each bomb fort, except maybe these chicken wings I have.
Kannst du es nicht abgeben. So, what? Okay. Ich muss jetzt hier zum Strand und dann... Ja, da spielst du einfach warten. Das heißt, ich warte jetzt, während ihr alles macht. Du kannst auch mit der Avenger mehr fliegen und dann hier... Ihr wollt, dass wir die Mission schaffen, oder? Da einfach schön warten, dann kannst du uns abholen. Wenn wir fertig sind, da drin. Anstatt, dass wir alle zusammen machen und ich... Du weißt schon, dass ich in der Aufnahme hänge, ne? Das geht doch aber nicht. Jetzt zeige ich wieder... Team Nummer 2 Teams. Naja, alles gut. Ich steige hier die Avenger. Kann ja auch nichts dafür, dass die Missionen immer alle in Teams aufgeteilt sind. Ich hätte ja auch das Avenger-Dings machen können. Naja. Halt die einfach mir, ich kenne den besten Weg. Ich gehe eh gerne dir hinterher, das ist kein Problem. Ich habe das so oft gemacht, ich kenne diesen Weg und ich kann alles auswendig vorwärts. Wie du dir erstmal das Feuchte aus dem Gesicht wischen musst, Baby. Oh Gott. Sehr schön. Ach, die sind über uns, okay. Ist das nicht das gleiche U-Boot, was wir dann auch kaufen können? Ja. Hey, wir brauchen jetzt aber wirklich verarschen. Ah! We are ready to die, every man and boy. We have job to do. Do you know what you're fighting for? So, ich hab Dinge zu tun. Was hast du? Dinge zu tun. Helis abschießen. Siehst du, da warst du doch nicht untätig. Was? Ja, schon klar. Besser. Ah, gut, klar. Ich hab nichts. So, es fehlt noch ein Heli. Die Frage ist, wo steht der? Greifen die Avenger an? Kann das sein? Muss ich hier aufmachen, oder was? Nein. Ja. Na los! Schön mit Ruhen. Auf die Wehen, okay. Schau mir eh lieber dich von hinten an. Gibst du Bedeckung? Dann kann ich ein Bild rum. Ja, ja. Ich decke dich doch immer, das weißt du doch. Ich hatte so schon fast sowas geahnt, dass sowas in die Richtung kommt. Hä? Das haben wir? Okay. Baby steckt mir in die Konsole, ich stecke was in Yvonne. Look, I'm here to help! Look, that's code name
Das Problem ist, so viele Helis, die spawnen immer neu. Ich hab fast keine Dings mehr. Ja, die haben dieses Rumpfanzeug. Ich weiß nicht, wo die hinfliegen, aber wenn die Avenger angreifen, die steht ja. Die tun die nichts, die Avenger. Deswegen solltest du die ja stehen lassen. Hätte ich mitgenommen, hätte ich die alle abballern müssen. U-Boot ist kaputt, auftauchen! Kannst du gerne mal angucken, wie das U-Boot kaputt geht, wenn du Lust hast. Alle Helis weg. Wir sind auch gleich da. Na, drei waren ja noch irgendwie in der Luft oder so, aber die habe ich dann irgendwie aus der Entferne noch weggekriegt, ohne hier raus zu müssen. Jetzt verstehe ich auch, was Yvonne vorhin meinte. Das ist kein Glitch, das ist einfach nur wie das mit dem Auto in der Pacific Bank Dings. Ja gut, rein theoretisch ist das schon. Der Glitch ist anders, wenn du die Mission beendet hast und der einen Fuß außen hier Avenger steigt und dann hier einfach das Spiel schließt, kriegt der eine meistens dann, wenn du es gut einstellst, eine Million. Hat funktioniert. Was hast du jetzt gemacht, Cap? Ich habe mich nur umgedreht, warum ich hier auf einmal. Jetzt komme ich raus, ich versuche wieder rauszukommen aus der Situation. Schaffst du das? Ja, ich schaff das, alles gut, der Wagen bewegt sich ja schon wieder. Aber nicht ins Wasser fahren, ja? Nee. Ist kein Dings, nee. Ich hab damit nicht gerechnet, dass da so viel Felsen sind. Ich dachte mir, okay, da ist bestimmt noch ein Weg rum, aber funktioniert dann, ja. Jetzt müssen wir aber trotzdem in die Avenger steigen, oder? Ja. Ich fliege. Okay.
jetzt doch nicht vor müssen. Kev, da kommen wir nur zu der Sprungschanze, da geht's nicht weiter. Lass mich in Ruhe. Ich mach das, wie ich das will. Erst als aufsteigen, wenn das Flugzeug hält. Also ich finde es gut, Yvonne, dass du dich da so für mich hinlegst. Das ist schon. So, rein durch. Oh ja. Alle drin? Na, wo kann ich einsteigen? Wahrscheinlich hinten. So, ich bin drin. Hinten ist. Vorne ist doch die Tür offen. Jetzt ist. Ne, ist immer noch offen. Jetzt Ladevorgang steht bei mir. So, ich lasse Yvonne mal alleine, ich komme zu dir hinten. Wo sitzt du? Hier. Okay, dann gehe ich wieder auf die andere Seite. Kann niemand einen riesen Bomber fliegen? Du? Ja. Dann übernimmst du das in den nächsten Vorbereitungen. Du wolltest unbedingt fliegen. Nee, sie meint danach dann, beim nächsten Mal. Da müssen wir was ganz Riesiges fliegen. Gibt's ein oberes Geschütz, ein unteres Geschütz und einer muss Streubomben schmeißen. Dann müssen wir irgendwas ausschalten, ey. Okay. Aber das ist so schwer zu lenken. Yvonne. Ja? Du müsstest doch eigentlich wissen, dass ich mit so großen Sachen umgehen kann. Das sagtest du. Verdammt. Und dann ist es so eine Mini-Taschenlampe. What the fuck? Hab ich jetzt mal irritiert? Oh, dann haben wir heute schon den zweiten Duell, der für den nur eins. Das Schlimmste. Erwartet uns noch, ey. Alter, stell dir das mal vor, du fährst so ganz unbedacht über die Straße, auf einmal kommt so ein Heli vorbei und dein Auto explodiert. Mhm. Das ist aber ein komischer Heli. Das ist doch aber eigentlich unsere Aufgabe, oder? Rein in die Luke. Deine. Also. So. Yay, dann haben wir es. Ja, gut 20 Minuten geschafft. Ich glaube, machen wir jetzt schon Schluss, ja, ne? Oder? Ja. Aber jetzt gerade, jetzt in den nächsten paar Minuten nochmal was Neues anzufangen, macht in meinen Augen keinen Sinn. Mit den Kontaktlinsen sieht dein Charakter genauso geistlos aus wie du. Lass mich in Ruhe. Lass mich. Ich finde die Kontaktlinsen cool. Then you can do exactly what you have to. You have my authority. And we'll get paid? Paid? Yeah, call it the pension contribution. Of course, significant ones. All right, then get this clown out of here. For all I know, you're bugged all to high hell and you don't even know the bugs exist! Good luck! You don't need luck! I always wanted to say that between us. We are completely... Das Auto meinst du, ne? Ja! Maybe that's
mit dem wir in dem ersten heißt. Oh, er kann sogar selber Auto fahren. Ja klar, hat er schon gemacht, aber hey, Platin da mal. Wirklich verdient 1,187 Millionen, jo. Wir haben es komplett verdient. 25%, 296.000 nur. Abgeschlossen unter 15 Minuten, ey, jetzt sind 50 Sekunden, weißt du? Aber wir haben wenig Fahrzeugschaden. Niemand wird erledigt. Und ich kann, wir haben es nicht ganz unfallen, wegen scheiß 45 Sekunden, weißt du? Aber nochmal dazu was, ja, aber. Ja gut, dann ist das ja jetzt zu Ende, dann sag ich schon mal Tschüss zu meinem Stream und. Ja, bei mir läuft die Aufnahme wenige Sekunden noch, aber dann bin ich auch gleich durch. Und in der nächsten Folge hoffentlich, dass wir dann zu 14 und dann machen wir nämlich den letzten Akt oder beginnen zumindest mit der Vorbereitung auf des letzten Aktes. Ja, dann schauen wir mal. Wann wir dann aufnehmen, wissen wir noch nicht. Bis dahin.